eins meiner größten Vorbilder ist Thomas Gottschalk, weil er es schafft, die ganze Familie zu unterhalten. Und dann durfte ich diesen Gedanken gar nicht weiter aussprechen. Und die Person meinte sofort, das ist ja schön und gut, aber Thomas Gottschalk kann einfach nicht schwul sein, weil so jemand wie Thomas Gottschalk eine Identifikationsfigur für die ganze Familie sein muss. Und ich war so, ja, warum kann so eine Identifikationsfigur nicht ein Mitglied der LGBT-Community sein? Ich meine, der größte Teil meiner Fanbase sind Frauen und die sind auch nicht in der LGBT-Community, können sich aber trotzdem für die Themen interessieren, die ich anspreche. Deswegen bin ich dankbar, dass ich trotzdem einen Weg gehen durfte medial, der es mir auch erlaubt hat, meine Stimme immer dafür einzusetzen.